Hallo, ihr Steinverrückten. Heute war BDP-Tag, das heißt also Bricklink Designer Program. Habt ihr was geschossen? Ich habe ein paar Meinungen dazu. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut. Ich bin der Martin, der Steinverrückte. Geschichten aus der Hängematte, heute war BDP-Tag, Bricklink Designer Program. Ich weiß jetzt nicht, welche Serie aktuell läuft. Ob das 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. Ich glaube, 3 Stück gab es jetzt schon. Oder es ist die dritte. Ich meine, es ist die dritte. Nagelt mich aber nicht fest. Für den Fall, dass ihr es nicht kennt, das BDP, das ist im Prinzip wie Lego Ideas. Aber hier werden nicht Ideen weitergereicht, sondern die Sets werden größtenteils so, wie sie designt wurden, auch umgesetzt. Ja, ich habe mich für die Mountain Fortress entschieden. Und ich hoffe, ich habe da einen ganz guten Schuss mitgemacht, dass das ein gutes Set ist. Ich war erst mal überlegen, kaufe ich zwei, aber das ist mit über 600 Euro dann schon super teuer. Und auf der anderen Seite mag ich dieses Scalping eigentlich gar nicht. Ich habe zwar schon mal, ich verlinke euch das mal oben, Sachen weiterverkauft mit Gewinnerzielungsabsicht, wenn man so will. Aber da habe ich eigentlich nur den rabattierten Preis weitergegeben. Ich wollte nur meinen Rabattcode raus haben. Naja, sei es dahingestellt. Ich habe mir auf jeden Fall mal Gedanken gemacht, denn heute, wie gesagt, es ist heute Mittwoch. Und ich habe mal geschaut, wie viel von den Sets schon weg ist. Da kann man ungefähr mal so sagen, ja, von diesem Old Train, also dieser alten Lokhütte, Lokschuppen, da sind so in etwa, na, was mag das gewesen sein, also so 70-80% sind davon weg. Die Mountain Fortress ist komplett nicht nur gefundet worden, sondern ausverkauft, also 30.000 Sets weg, boah, Wahnsinn. Diese Pariser Straße, da haben wir so in etwa die Hälfte. Vielleicht sogar ein bisschen drunter, eher so 40%. Ich gucke gerade parallel auf meinen Laptop, wie es da steht. Der General Store mit 50% verkauft und dieser Snack Shack, ja, ein bisschen mehr, so zu 90% ist das Ganze weg. Das ist schon krass. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass es komplett schnell weg ist. Ich kann mich noch erinnern, beim allerersten Mal habe ich dieses Fischerboot mitgemacht und das war krass schnell. Da wollte ich eigentlich auch diese Hütte im Wald und war nichts erhütet, dieses Schloss, diese Burg im Wald, war aber nichts zu wollen, war sofort weg. Dann wollte ich das Schiff haben, das habe ich noch knapp gekriegt und nachher war, glaube ich, es war alles ausverkauft, bis auf einen Teil, der nachher so gar nicht gefundet wurde. Bin aber unsicher, ob ich hier was Richtiges erzähle oder Schmu. Was ich aber mir mal dahinter gedacht habe, okay, wir wissen, 30.000 Sets pro Stück ist das Maximum. Wir sehen immer so eine schöne Zeile, wie viel sind es, 50%, 60% und so weiter. Ist eigentlich ganz nett, dass man das so verfolgen kann, wie viel davon jetzt schon verkauft worden sind, ist nett. Und dann kann man sich den Spaß machen, weil wir die Preise kennen von den Sets, die nicht billig sind. Das günstigste 44,99 €, also 45 und das teuerste, man ausgerechnet das, was wir alle wahrscheinlich am coolsten fanden, die Festung in den Bergen mit 340 Knüppeln. Das ist schon viel Geld. Jetzt kann man aber so ein bisschen grob drüber schauen, was gibt das denn für einen Umsatz? Es sind aktuell 108.000 Sets gefundet, verkauft, nennt ihr es wie ihr wollt, wenn man es mal so über Daumen gepeilt veranschlagt. Und wenn man jetzt die Preise hinterlegt, ich blende euch ja die Tabelle immer ein, dann reden wir von einem Umsatz von 22,2 Millionen Euro, den Bricklink hier oder in dem Fall dann Lego natürlich, ja, gemacht hat. Das ist schon krass. Wenn man jetzt bedenkt, man hat da diese Schwelle von, ich glaube, 3.000 Sets war, glaube ich, die Schwelle, dass man gesagt hat, unter 3.000 Sets produzieren wir es gar nicht. Das heißt also, man hat hier einen sehr, sehr gut kalkulierbaren Erfolg. Was sollte uns das zu denken geben? Ich gönne Lego den Umsatz, darum geht es mir gar nicht. Aber es ist doch eigentlich gut, wie das jetzt läuft. Man könnte das mal benutzen, um zu sehen, in welche Richtung werden denn vielleicht Sets überhaupt erfolgreich sein. Und in diesem Crowdfunding finde ich vor allen Dingen sehr, sehr nett. Man kann doch vielleicht auch mal andere Ideen, die früher mal bei Ideas oder sonst was abgelehnt worden sind, hier einfach mit rüberbringen. Dann habe ich doch den schönen Vorteil, dass ich es mal zeigen kann. Die Arbeit macht eh der Designer. Klar, Bricklink und Lego werden das nicht kostenfrei hinbekommen. Die werden ja auch eigene Ressourcen reinbringen müssen. Aber viel macht der Privatdesigner. Wie viel der beteiligt wird, weiß ich nicht. Das sei mal dahingestellt. Wir reden ja nur von Umsatz. Ich kann den Gewinn nicht beziffern. Aber dann kann man natürlich mal schauen, was wollen die Leute denn haben? Und ich muss gar nicht selbst in irgendeiner Form da groß in Vorleistung gehen und Investitionskosten reinbringen.
weil ich das Set ja nur produzieren muss, wenn eine bestimmte Schwelle erreicht ist und dann folglich die Kosten auch drin sind. Das ist doch eigentlich eine geile Idee. Wir bekommen das, was wir cool finden. Der Hersteller weiß genau, mit was er kalkulieren kann. Und wenn wir über die 3000 Stück sind, na dann, dann bleibt doch noch ein schöner Gewinn übrig. Und den gönne ich dann in diesem Fall auch jedem Unternehmen, wenn dafür etwas produziert wird, was die Leute wollen. Das ist doch eine schöne Sache. Also ich finde das eigentlich gesagt die fairste Art und Weise, damit umzugehen. Ob die Preise jetzt gerechtfertigt sind, ich sag's mal so rum. Die Mountain Fortress ist in etwa so groß wie das, die Burg der Löwenritter heißt sie, glaube ich, im Deutschen. Von der Teileanzahl wohlgemerkt. Also insofern, da kann ich schon sehr, sehr, sehr gut mit leben. Das ist ähnlich. Dass wir da über sauteuer reden, das ist uns alle klar. Dass ich das nicht auf ewig behalte, weil ich bisher das meiste immer wieder verkauft habe, das ist mir auch klar. Aber ich glaube, auch hier kriege ich wieder einen fairen Preis, wenn ich das gebraucht weitervergebe. Naja, wie ist denn eure Meinung? Mögt ihr das BDP oder findet ihr das total bescheuert? Also ich persönlich mag es. Ich bestelle auch nicht immer was beim letzten Mal. So, was war das? Astronomieturm und sowas in der Richtung. Das war überhaupt nicht meine Welt. Da war nichts dabei. Oder Stuttgate. Nichts dabei, was mich jetzt gecatcht hat. Beim nächsten Mal aber das wunderschöne Pilzhaus. Da wäre ich jetzt auch wieder mit am Start. Naja, ich hoffe, ihr hattet eine nette Zeit. Ich hoffe, ihr mögt die Spielerei, die ich hier ein bisschen gemacht habe. 22,7 Millionen Euro Umsatz. Boah, das ist schon Hausnummerchen, ne? Naja, macht euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt steinverrückt. Ciao, ciao. Heute war wieder BDT. BDT, wie soll ich? BDP. Hallo, ihr Steinverrückten. Heute war BDP-Tag.